Da gibt es ein kleines Geheimnis, was Pros in ihrem Golfschwung machen, eigentlich bevor sie überhaupt ihren Golfschwung starten, was Amateurgolfer in der Regel nicht machen und auch nicht bekannt ist. Es macht aber einen riesen Unterschied aus für die Schlägerkopfgeschwindigkeit, für längere Drives und für konstantere Eisenschläge. Und darüber möchte ich jetzt in diesem Video sprechen. Bevor ich dir verrate, was dieses Geheimnis ist, was so einen Unterschied macht, möchte ich ein paar Worte verlieren zu dem Aufschwung an sich. Und zwar ist es so, dass ein Golfschwung ja nicht sehr lange dauert. Wenn ich jetzt hier stehe beim Ball und schwinge auf, dann dauert das in der Regel ungefähr eine Dreiviertelsekunde, so 0,7, 0,8 Sekunden, das ist ja typisch. Und wenn man hier oben ist, der Wechsel kommt in den Abschwung, hat man ungefähr eine Viertelsekunde, sprich 0,25 Sekunden zur Verfügung. Das ist eigentlich komplett egal, ob das ein Hobbygolfer ist oder ein Profigolfer. Jeder sollte ungefähr in diesem Zeitfenster sein. Das große Problem, was jedoch Hobbygolfer haben, ist, dass sie diese Zeiten nicht schaffen. Sie schwingen viel zu langsam auf, beziehungsweise sie schwingen komplett kontrolliert auf. Und das ist etwas, was man bei Profigolfern nicht sieht. Das ist aber noch nicht das Geheimnis, zu dem komme ich jetzt später. Aber ich möchte jetzt noch ein paar Sachen vorher erklären, damit du das, was ich nachher sage, besser verstehst. Du hast sicher schon gehört, dass der Druck nach rechts verlagert werden soll im Golfschwung. Ich sage deswegen Druck, weil es eigentlich eine Druckverlagerung ist und keine Gewichtsverlagerung per se. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel jetzt hier stehst und aufschwingst, kannst du jetzt sehen, dass ich meinen Oberkörper nach rechts bewegt habe und auch mein Druck rechts ist. Das ist keine richtige Gewichtsverlagerung. Eine richtige Gewichtsverlagerung wäre, dass man aufschwingt, den Körper in der Mitte lässt, sprich den Schwerpunkt in der Mitte lässt und den Druck nach rechts bewegt. Klingt furchtbar kompliziert, oder? Ist es allerdings nicht, weil wenn du zum Beispiel jetzt einfach nur aufrecht stehst und jetzt im Stand zum Gehen anfängst, dann hast du deinen Schwerpunkt genau zwischen deinen Füßen vom Körper. Und in dem Moment, wo der rechte Fuß in der Luft ist, habe ich 100% Druck am rechten Fuß. Das heißt, mein Schwerpunkt ist hier in der Mitte und mein Druck ist am rechten Fuß. Wenn ich das lange mache, würde ich nach links umkippen. Das heißt, was ich dir erklären möchte ist, in einem Golfschwung möchtest du nicht die Masse nach rechts bringen, nicht deinen Körper nach rechts bringen. Warum? Weil wenn du das wirklich machen würdest, hättest du nur 0,25 Sekunden Zeit, von hier ganz drüben nach hier ganz links zurückzukommen. Und 0,25 Sekunden ist nur ein kleiner Wimpernschlag. Das heißt, es ist wichtig, dass ich meinen Druck auf den rechten Fuß verlagere, sehr wohl. Aber es wird nicht lange dauern, bis du wieder beginnst, den Druck auf den linken Fuß zu verlagern. Nochmal, so wie beim Gehen hier, wenn ich jetzt am Stand gehe und jetzt habe ich meinen Druck am rechten Fuß und wird so bleiben, dann würde ich automatisch nach links umfliegen und das wäre bereits die Druckverlagerung nach links. Das heißt, um es richtig zu machen, muss ich mein Zentrum in der Mitte lassen und den Druck nach rechts bewegen. So, und da haben jetzt die Pros ein paar Strategien, wie sie das machen. Die erste Strategie ist es, dass die Wirbelsäule, ganz wichtig im Setup, nicht exzessiv nach rechts geneigt ist. Ja? Wenn du die Wirbelsäule nach rechts neigst, dann wirst du dazu neigen, dass deine Masse nach rechts geht. Du bekommst zwar den Druck auf dem rechten Fuß, aber du wirst keine Zeit mehr haben, rechtzeitig auf den linken Fuß zurückzubekommen, um Kraft zu erzeugen, um konstante Schläger zu erzeugen. Was passieren wird, ist, dass du viele fette Bälle schlagst, also viele Bälle schlagst, wo du vorher in den Boden reinschlägst, und du wirst eine Menge Schlägerkopfgeschwindigkeit verlieren und auch die Mittigkeit auf der Schlagfläche wird stark darunter leiden. Die meisten Pros haben die Wirbelsäule sehr, sehr aufrecht und eigentlich nur durch die Griffstellung hier verändern sich ein bisschen die Schultern hier, mehr die Schulterblätter eigentlich, aber hier unten beim Becken und der Lendenwirbelsäule, das ist nicht wirklich geneigt. Ich möchte nicht die linke Hüfte hoch haben, ich möchte nicht die rechte Hüfte tief haben, ich möchte ziemlich level sein und das machen auch die besten Spieler der Welt. Damit haben sie einen Vorteil, dass sie besser in den Boden Druck reinbringen können, um später die Bodenkräfte zu benutzen. So, und jetzt komme ich aber zu diesem Geheimnis, was ich jetzt nicht als mystisch hier stehen lassen will. Es ist ja nicht so ein Geheimnis, dass es quasi keiner weiß, aber es ist ein Geheimnis, weil man es nicht wirklich sieht. Und zwar,
bevor die Pros ihren Schwung beginnen, passiert etwas, was Amateurgolfer nicht machen. Und zwar, sie bewegen ganz kurz ihren Druck auf den linken Fuß, um sich von dort wieder wegzufedern auf den rechten Fuß. Und dabei bleibt die Wirbelsäule in der Mitte. Das heißt, es ist eine ganz kurze Bewegung nach links und dann geht es zurück nach rechts. Und du siehst, der Schläger hat noch nicht einmal begonnen zu schwingen. Das passiert alles, bevor der Schwung überhaupt gestartet hat. Ich würde sogar sagen, das ist der Grund, warum der Schwung startet. Der Schwung startet mit einer Entgewichtung der rechten Seite, sprich mein rechter Fuß wird leichter, und mit einem leichten Wegdrücken vom linken Fuß in die rechte Seite. Wobei dieses Drücken nicht aktiv ist, sondern es ist mehr ein Fallen. So, und das ist ja sehr lustig. Ich habe mich vor nicht allzu langer Zeit einen Nationalteamspieler auf meinen Bunddruckplatten gemessen und der hat gesagt zu mir, na, das macht er gar nicht, dieses Links gehen zuerst. Und ich habe ihn dann gemessen und dann hat man ganz genau gesehen, er hat so eine ganz kleine, einen kleinen Druckausschlag, wo er zuerst links geht und dann nach rechts geht, bevor er überhaupt den Schläger wegnimmt. Das schaut dann immer so aus, links, rechts und jetzt geht erst der Schläger weg. Und das, wenn man das nicht weiß, dann sieht man es gar nicht. Wenn man es weiß, dann kann man es erahnen. Und diese Pros, die machen das wirklich ganz, ganz klein. Ich zeige das mal so kurz vor, wie das ausschaut. So, das heißt, du gesehen, dass ich wirklich das nur ganz, ganz zart gemacht habe. Und wenn du das nicht gesehen hast, spiel kurz zurück vielleicht und schau dir nochmal an, was ich gemacht habe. Es war ein ganz, ein kurzes Anstarten nach links und dann bin ich nach rechts zurück. Man sieht es kaum. So, jetzt ist diese Bewegung sehr, sehr fein und sie ist so fein, dass die Profigolfer sie sogar gar nicht wirklich wahrnehmen, musst du dir vorstellen. Das heißt, wie soll das ein Hobbygolfer dann umsetzen können? Gut, da gibt es Übungen dazu, jede Menge, aber ich möchte dir eine Übung zeigen, die sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar möchtest du dich in ein Setup begeben und jetzt möchte ich, dass du die rechte Ferse, also die hinteren, vom hinteren Fuß die Ferse hochhebst. Das Knie kannst du sogar ein bisschen Richtung Ziel bewegen hier und das machst du nur ganz kurz und ganz klein. Und wenn du jetzt das gemacht hast, gehst du schon wieder retour und steigst auf die Ferse und schwingst los. Was das bewirkt ist, wenn du jetzt eben diese Ferse rechts leicht hebst und das Knie Richtung Ziel bewegst, dass du ganz kurz den rechten Fuß entgewichtest, damit kommt Druck auf den linken Fuß und dann, wenn du dich wieder quasi zurückfallen lässt auf die rechte Ferse, indem du sie runterstampfst, hast du automatisch jetzt schon Druck am rechten Fuß und der meiste Druck, den du haben wirst, wird ungefähr dann sein, hier, wenn der Schläger hier ist. Und das ist also wirklich eine ganz schnelle Bewegung. Schaut so aus. Okay, jetzt bin ich am meisten rechts. Und ab hier circa werde ich schon wieder nach links retour fallen. Wobei dieses Retourfallen jetzt nicht eine aktive Bewegung ist, sondern mehr eine Reaktion auf diese Stampfbewegung hier am Anfang. Und gerade wenn du ein Golfer bist, der Probleme hat mit Sway, der das Becken zu weit nach rechts schiebt, der Probleme hat, eine ordentliche Rotation zu bekommen, ein Golfer bist, der Probleme hat, die Körperseitbeugungen zu bekommen, da habe ich übrigens ein sehr interessantes Video dazu hier oben, kannst du dir mal anschauen. Wenn du damit Probleme hast, ist das eine perfekte Übung, richtig in den Schwung zu starten, weil was das bewirkt ist, dass du durch diesen Stampfen hier eben Druck früh auf den rechten Fuß bekommst, eine Reaktion bekommst, dass du nach links gehst und der ganze Schwung ist auch schneller und ich möchte den Schwung auch schneller haben, weil wenn der Schwung schneller ist, bekomme ich auch diese Dehnungen im Körper, diese guten Muskelreflexe, die dann bewirken, dass ich dann im Abschwung dynamisch, athletisch schwingen kann. Und das Problem ist, die meisten Hobbygolfer stehen beim Ball, wollen nicht irgendwas aktiv machen, also nur statisch, langsam den Schläger wegschwingen. Und das Problem ist, damit ist die Athletik komplett getötet. Du wirst nicht dynamisch werden. Und ich würde sagen, lass uns doch versuchen, wieder athletisch zu sein. Eingesperrt in einem kontrollierten System im Golf ist wirklich nichts Gutes. Bitte probier diese Übung und du wirst sehen, dass du schneller aufschwingst, aber dir auch viel leichter tust, den Abschwung zu starten. Du wirst viel mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit erreichen und du wirst auch den Boden konstanter treffen. Und lass mich unten in den Kommentaren wissen, ob es dir geholfen hat. So, und jetzt zeige ich nochmal vor, wie das ausschaut, die Übung. Also, hierher,
stampfen und schlagen. Viel Spaß. Da gäbe es jetzt noch so viel mehr über dieses Thema Gewichtsverlagerung, Druckverlagerung im Golfschwung zu sagen. Deswegen habe ich hier eine Playliste kreiert mit meinen besten Videos, wo ich dieses Thema behandle. Und ich würde dich bitten, dass du hier beginnst, diese Videos anzusehen, weil die werden dir in deinem Spiel sehr weiterhelfen. Bis bald!